quasi imitiert. Naja, gut. So. Wenn kein Drache dabei ist, geht's. Sobald Drache dabei ist. Drachen sind furchtbar gefährlich. Oder so ein Höllenhund. Der ist auch gefährlich. Ist ja eine Kackflächenangriff. Was steckt da eigentlich bei dir? Hydras. Und Ninja. Nee. Kill die Hydra, die hat mehrere Angriffe hintereinander. Nee, doch nicht. Hatte ich was falsch im Kopf. Ja, du bist schnell, ist okay. Du bist ein Ninja. Hat die nicht fiese Mehrfachangriffe? Scheinbar nicht. Okay. Ja, Gewehr. Wie viel Götter drehen habe ich denn mittlerweile? Ja, okay, 40 Stück. Ich glaube, so für den finalen Bosskampf habe ich genug. Oh nein, was bist du? Ein Lich. Will ich mich damit anlegen? Eigentlich nicht wirklich. Nicht in dem Zustand. So. Jetzt würde ich mich mit ihm anlegen. Meinst du es aber gut mit Geheimräumen? Läufst du immer da im Kreis? Okay. Ah, da bist du. So, Rostblitz 10. Okay, da steht ein großer Baum. Dann gibt es aber hier vielleicht noch was. Aha. Risikoklinge. Gibt es auch noch sowas versteckt? Ich glaube nicht. Aber man kann es ja mal versuchen. An der Deko. Okay. Ist das dann das Holz, das ich brauche? Wunderholz gefunden. Ja. Okay. In dieser Sackgasse hier. Gut. Dann werde ich jetzt nochmal bei Sian Tau vorbeischauen. Und Punkte ausgeben.
Also hier steht Spells, also bestimmte Zauber kann ich nicht mehr bekommen dann sonst. Also muss ich da hier. Das sind aber viele Sachen, die ich schon verteilt habe. Ah, okay, Xaxorber ist natürlich nicht schlecht. Senkt Defensive eines Feindes. Kostet jetzt eigentlich gar nicht so viel Punkte. Ich gehe mal alles durch. Wecken. Ich glaube nicht, dass ich die zwei benutze. So viel LP kommt. Ah, Moment. Waren das alle? Nee, waren es eben nicht. So. So. Jetzt habe ich alle durch. Vor allem X-Absorber. Hallo? Wenn ich die nicht mehr kriege, weil ich jetzt hier einen Tower neu aufbaue. Gut, dass das da drin steht. Gut, dann gebe ich ihm das Holz. Und dann habe ich damit Subquest hier abgehakt. Von 5 war das. Ja, das ist die letzte Subquest dann. Also letzte Nebenquest. Der Eierdrache. Aber erstens hier einen Tau aufbauen. Und ich bekomme noch ein Drachenei dort. Sehr schön. Ich fange sofort damit an und baue sie an Tau wieder auf. So. Von einzelnen Häusern fängt er jetzt an und baut ganze Städte wieder auf. So. Tau steht wieder. Wieder mit Hafen. Kann ich jetzt wieder über Sachen. Ja, natürlich kann ich auch wieder Sachen finden. Diese Stadt sieht jetzt prima aus. Wahnsinn, oder? Dieser Gans ist wirklich ein ganz toller Schreiner. Er hat die Stadt neu aufgebaut und sie sieht noch besser aus als vorher. Wollte schon immer in einem Schloss leben. Yippie! Er hat ein Schloss gebaut. Werde ich jetzt eine Prinzessin? Na, no, schauen wir mal. Ich glaube, das erbt man eher. Gans hat auf einmal ein Schloss gebaut. Klasse, oder? Versteckte Kästen. Nee, schade. Aber Items. Ha, ha, ha. Ich rede gleich mit dir.
Wie, da hinten darf... Ja, doch, darf ich. Aha. Siehst du? Gefällt's dir? Das Wunderholz war so toll, dass ich mich einfach nicht beherrschen konnte. Obwohl die Sache mit dem Schloss vielleicht etwas übertrieben war. Aber den Leuten scheint es zu gefallen, also habe ich mein Bestes getan. Hui. Wir leben jetzt alle hier im Schloss. Eine tolle Sache. Wir wohnen jetzt alle in einem Schloss. Ja, warum nicht? Irgendwie ein seltsames Gefühl, in einem Schloss zu leben. Da geht's auch noch runter. Was gibt's denn hier zu kaufen? Ich bin mit diesem Ort noch nicht vertraut. Oh. Zirkussachen. Alter, sind die aber teuer. Rüstung. Bessere Rüstung ist im Akuten. Echt jetzt? So. Eisenjacken. Überwurf. Schilde für die Jungs, die das können. So. Da sage ich doch nicht nein. So. Schilde für die Ladies. Ach so, geht ja nicht wegen deiner Karte. Dann gebe ich aber... Nein, sie hat einen Bogen. Okay, dann nicht. Mit zweihändigen Waffen ist das ein bisschen blöd. Oh ja, da gehen doch ordentlich die Werte hoch hier. Dafür reicht das Geld nicht mehr. Die war eine zu viel, so. Erlaubt Verwendung von, hab wieder keine Ahnung. Zwei davon. Mehr Kraft, aber weniger Defensiv und Speed. Klingt ein bisschen doof. Den kann ich wegtun. Blaues Kleid. Rossumhang. Na, das ist auf jeden Fall irgendwas Schwaches. Die ist schon alt. Nobelfubbel. Gut, gut. Häschenkleid bleibt, weil das kann man auch dingen.
In der Höhle benutzen, falls ich nochmal reingehe. Und die Krone behalte ich aus gewissen Gründen. Stirnband. Plattenkappe. Silberhelm. Nighthelm. Silber. Die Goldschilde von eben. Eisenschild ist auch irgendwas Altes. Ringe. Ring, 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 Ring. Alles Ring, Ring, Ring. Okay. Ja, zumindest ein paar der. Zumindest sie sollte noch. Dass sie mir nicht so schnell verreckt. Du kannst sowieso kein Schild tragen. Ah, okay, das waren dann schon. So. Aus einem seltenen Metall. Was hast du gerade? Den Drachentod. Okay. Für die Zirkofaust reicht es wieder nicht. Ja, gut. Die Truppe aufgebessert. Und diese Stadt ist neu aufgebaut und die Leute scheinen wieder glücklich zu sein. Was kann man jetzt lernen bei dir? Hui. Kann ich die guten Sachen lernen? Griff fest. Oh, das kann aber nur sie lernen. Okay. Heilige Magie kann nur sie lernen. Reducto besiegt Spiegel mit Dunkelheit. X-Champ. Verändert Statusveränderungen. So. Jetzt habe ich aber nicht mehr viel Punkte. Wie wäre es mit einer Übernachtung? Es kostet nichts. Auch wenn es nichts kostet. Jetzt haben wir viel bessere Ausrüstung. Noch ein paar Zauber neue gelernt. Vor allem waren da so ganz hohe dabei, wie Drache. Und heilige Magie. Grillfest ist böse. Einmal kurz speichern. Und ja, die nächste Quest beschäftigt sich mit dem Drachen. Da muss ich alle Eier zusammen haben. Eins gibt's noch hier. Komm, das sieht sehr verdächtig aus. Aha. Hi. Ich darf in der königlichen Kammer wohnen. Wie schön. Das ist ein Dankeschön von uns allen. Drachenei. Nochmals vielen Dank. Gern geschehen. Wie viele Dracheneier habe ich jetzt? Zwei Stück fehlen mir. Okay.
Ich habe, wenn ich mir die Liste ja so ansehe, Vermutungen, welche das sein könnten. Pathos Item Shop gibt es eine Hintertür. Ist ja die Frage, wo ist die? Ah! Damit haben wir 7. Die Kisten da drin hat mich ja schon die ganze Zeit angesprochen. Ne? Das Eis-Subquest Lorissas Vater retten haben wir. Mit Furos Frau reden, nachdem man Gades besiegt hat. Kann sein, dass ich das nicht gemacht habe. Wo war Fugos Haus? Dings. Fugo war der fiese Typ, den immer schon sehr früh war das hier? Ja, das war doch hier. Das war doch Fugos Haus, ne? Fugo war dein Papa, gell? Bitte vergib meinem Papa. Da ist noch seine Frau irgendwo. Mit der muss man reden. Ne. Das ist Fugo selber. Danke, dass ihr Gades besiegt habt. Jetzt kann mein Mann endlich wieder schlafen. Er konnte erst wieder schlafen, nachdem er hörte, dass Gades fort ist. Vielen Dank. Es ist nicht viel, aber nehmt dies als Zeichen meines Dankes. Dracheneier erhalten. Jetzt habe ich sie. Okay, jetzt habe ich alle 8 Eier und jetzt brauche ich einen Schlüssel, den ich in einer Höhle bekomme. Ganz unten. Tanba. Tanba ist auch recht früh. Na, ich kann den Ausgang nehmen. Ja, Tanba. Da brauche ich jetzt noch einen Schlüssel. Und dann muss ich nach Siantau. Okay. Oh, okay. Wo war die Höhle? War die über dir oder unter dir? Nee, das müsste sein. Oder? Ja. Heilen. Immer gut. Speichern. Steht leider nicht, wie viel Ebenen tief das ist. Ich würde allerdings schon gerne gegen 21 Uhr Schluss machen, deswegen verschiebe ich das mal auf später.